Kapitel 23 Das Lagerhaus In einem dunklen, dunklen Flur ich erwachte von schrecklichen Kopfschmerzen und dem Gefühl, von jemandem weggetragen zu werden, auf den Arm genommen wie ein Welpe. Was sicherlich der Art und Weise vorzuziehen war, mit der die beiden stämmigen Typen neben mir Terbert über den Zementfußboden schleiften. Dem leisen Stöhnen, das aus seinem Mund kam, konnte ich entnehmen, dass er nicht völlig bewusstlos war, allerdings auch nicht bei ausreichendem Bewusstsein, um seine Verletzung abheilen zu können. Noch immer ran Blut aus der Wunde auf seiner Stirn, verteilte sich über die Augenbrauen und lief ihm in die Augen. Aus irgendeinem Grund ärgerte es mich, dass ihm niemand das Blut vom Gesicht abwischte. Ich fühlte mich immer noch benommen und versuchte, meine Arme zu bewegen, um mir das Haar aus dem Gesicht zu streichen. In dem Moment wurde mir klar, dass meine Hände mit irgendeiner Schnur hinter meinem Rücken festgebunden waren. Auch meine Beine waren gefesselt. Ich fing an, gegen die Arme anzukämpfen, die mich da festhielten. Doch ihr Druck verstärkte sich nur. Ich wurde nicht wie ein Welp herumgetragen. Ich wurde gefangen gehalten. Irgendwo in der Nähe hörte ich leise Musik und Stimmen. Ich versuchte zu schreien, doch meine Zunge fühlte sich dick und schwer an. Ich schmeckte Blut wahrscheinlich hatte ich mir auf die Zunge gebissen, als mich dieser Gelei bewusstlos geschlagen hatte. Immer noch konnte ich die sauren Ausdünstungen wahrnehmen, außerdem einen deutlichen Hundegeruch, sowie den typischen Ack-Gestank, der mir fast die Galle hochkommen ließ. Die Mischung war so ekelerregend, dass ich fast das Bedürfnis verspürte, mir noch fester auf die Zunge zu beißen. Stattdessen brachte ich alle noch verbliebene menschliche Kraft auf und schrie so laut, und solange ich konnte. Als ich fertig war, hörte ich lediglich einen der Typen neben mir lachen. Bei der Musik hörte ich keiner, sagte Jude. Ich merkte plötzlich, dass er derjenige war, an der mich trug. Und selbst wenn, es würde niemanden interessieren. Der Ort hier gehört den Shadow Kings. Wo sind wir? Jude antwortete nicht. Aufgrund der stickigen Luft und dem Mangel an natürlichem Licht zog ich die Schlussfolgerung, dass wir uns unter der Erde befanden. Ein paar nackte Glühbirnen hingen an der Decke und warfen dunkle Schatten durch den Korridor. An einer Ecke bogen wir ab, und die Musik erstarb. Dann kamen wir durch eine Tür und befanden uns anscheinend in einem Lastwagenaufzug. Waren wir in einem Lagerhaus? Der Aufzug setzte sich rumpelnd in Bewegung und fuhr nach oben. Danach öffnete sich die große Fahrschultür und Jude trug mich aus dem Aufzug. Die Luft war hier weniger stickig, roch aber wesentlich schlimmer. Ich kniff die Augen zusammen und nahm die grellen, florizierenden Lichter sowie die Geräusche in mir auf. Über uns war eine Treppe und während Jude mich um sie herumtrug, blickte ich auf und sah, dass sie zu einer Galerie und einem Büroraum mit verdunkelten Fenstern führte. Vor mir streckte sich ein riesiger Raum, der wie eine Mischung aus Lagerhaus und Clubhaus einer Studentenverbindung wirkte. In der Mitte war der Raum leer, doch in einer Ecke stand ein Plasmafernseher, der fast so groß wie ein Lastwagen schien. Drumherum standen Sofas und Sitzsäcke. Ganz in der Nähe stand ein Billardtisch und an der gegenüberliegenden Wand war ein großes Warenhausregal angebracht, vier Fächer übereinander und je fünf nebeneinander. In jedem Fach lag eine dünne Matratze und eine Decke, so als hätte irgendjemand Etagenbetten hergerichtet. Was mich jedoch am meisten erschreckte, waren die ungefähr vierzehn Teenager, die auf den Sofas und Sitzsäcken hockten, auf den Betten herumlümmelten oder Billard spielten. In einem der Typen am Billardtisch erkannte ich den grobschlächtigen Kerl wieder, der sich mit Tyler im Depot wegen des Videospiels gestritten hatte. Der Kerl, der ihn wahrscheinlich umgebracht hatte. Jude brüllte irgendetwas, was nach einem Befehl klang, und plötzlich unterbrachen alle Typen im Raum ihre jeweiligen Beschäftigungen und eilten herbei. Sie standen da wie Soldaten, deren Hauptmann unverhofft die Baracke betreten hat. Meine Wolfssinne waren bereits erwacht, aber mein ganzer Körper zitterte in furchtbarer Vorahnung, als ich dieses Rudel von Kerlen in Augenschein nahm. Mindestens vier von ihnen waren Ax, was ich an ihren klauenartigen Fingernägeln erkannte und wenigstens fünf, ausgehend von ihrem Geruch, Gelals. Was wohl bedeutete, dass es sich bei den restlichen sechs um Urbats handelte. Da war ich also. Ich hatte die Gang gefunden. Nur eben nicht so, wie ich es beabsichtigt hatte. Ich war eine Gefangene in der Höhle der Shadow Kings. Die meisten der Typen standen mit geneigtem Kopf wie große, tätowierte Bretter da, andere wirkten angesichts von Talbert und der Art, wie ihn der Gelal in die Mitte des Raums schleifte, leicht beunruhigt. Der Kleinste der Jungen, der an dem riesigen Bildschirm mit einem Videospiel beschäftigt gewesen war, sah aus, als wäre er nicht älter als vierzehn. Einen kurzen Augenblick blickte er mit neugierigem Gesichtsausdruck zu mir, wandte sich aber ab, als shoot ihn anknurrte. Jud trug mich in die Mitte des Lagerhaus und ließ mich ohne Umschweife auf den Boden fallen. Ohne mich schützen zu können, landete ich mit einem harten Aufprall neben Talbot, der kniete und seinen Kopf so weit geneigt hatte, dass er fast den Boden berührte. Wir sind zurück, Vater, rief Jude zur Galerie hinauf, von der aus man das ganze Lagerhaus überblicken konnte. Und es war so, wie ich es mir gedacht habe. Talbot hat versucht, ihr bei der Flucht zu helfen. Ich hielt zu Talbot hinüber, ohne den Blick von der verdunkelten Galerie über uns abzuwenden, hatte er wirklich versucht, mir zu helfen? Talbots Schultern sagten zusammen, aber dann hob er den Kopf und blickte zur Galerie hinauf. Die Verletzung auf seiner Stirn war jetzt ein wenig verheilt. Jude hat Unrecht, rief er, an wen auch immer dort oben gerichtet. Ich wollte das Mädchen zu dir bringen. Durch Judes Einmischung wäre sie beinahe entkommen. Er richtete sich auf seinen Knien auf und reckte sich so weit wie möglich der Galerie entgegen ich würde dich niemals enttäuschen vater viele monate habe ich dir treu gedient wie du befohlen hast habe ich das mädchen wochenlang beobachtet und dieses täuschungsmanöver durchgeführt ich habe ihren alten lehrer aus dem weg geräumt als er begann so viele fragen zu stellen habe den fahrer mit dem sie zusammenarbeiten sollte erledigt und seinen platz eingenommen sie hat mir vertraut und ich hatte sie genau da wo wir sie haben wollten voller stolz reckte er sein kinn in die höhe ich bin ein hüter und ein treuester diener wie könnte irgendein wertloses Mädchen daran etwas ändern? Es bedeutet mir nichts. Talbots Worte schmerzten. Die Situation war schon schrecklich genug, doch zu hören, was er wirklich von mir dachte, zu begreifen, dass er alles eingefädelt hatte, fühlte sich an, als ob man mir Säure auf eine frische Wunde träufelte. Wahrscheinlich hatte Talbot auch versucht, Pete Bradshaw zu töten. Warum wusste ich nicht? Und was hatte er mit meinem eigentlichen Pfarrer? und dem armen Mr. Shamway gemacht. Die einzige Sache, die mich allerdings mehr als Talbots Betrug verwirrte, war Judes Beteiligung an allem. Ich hatte angenommen, dass Jude von der Bande gefangen gehalten wurde und ihre Befehle gegen seinen Willen ausführen musste. Doch angesichts der Szene, die sich mir hier bot, war Jude kein Gefangener. Talbot war der Beter des Rudels, aber Jude hatte definitiv ein bestimmtes Maß an Einfluss und Kontrolle. Konnte ich vielleicht darauf hoffen, dass er bloß abwartete, bis er seinen Einfluss nutzen konnte, um mir zur Flucht zu verhelfen? Ich hatte die Regel Nummer eins gebrochen und in den letzten Wochen meine Deckung in mehrfacher Hinsicht vernachlässigt. Gegenüber dem Wolf, gegenüber Talbot, gegenüber Jude. Jetzt zahlte ich den Preis dafür. Talbot lügt, rief Jude der Person zu, die sich offenbar oben auf der Galerie befand. Er steht ihr bei. Sie wollten zusammen fliehen. Was Jude gehört hat, sollte nur dazu dienen, dass das Mädchen mir vertraut. Was auch der Fall gewesen wäre, wenn er nicht aufgetaucht wäre und dieses Chaos verursacht hätte. Meine Methoden müssen nicht von einem Besserwisser in Frage gestellt werden. Er richtete seinen Blick auf Jude. Wie sehr du auch alles verdorben hast. Hast du dir überhaupt die Mühe gemacht, die Spuren zu verwischen? Jude starte Talbot an. Natürlich habe ich das. Genug fauchte eine Stimme über uns, die von den Wänden des Lagerhauses widerhallte. Irgendetwas an dieser Stimme verursachte in mir den Wunsch, im Boden zu versinken. Sie gab mir das Gefühl, schutzlos zu sein und zerrissen zu werden. »Lass Talbot frei. Jude, bring mir das Milchchen in den Raum. Dann kommst du zu mir und wir erörtern, warum du dich eingemischt hast.« Wie ein gescholtenes Hündchen zog Jude den Kopf ein. »Ja, Vater.« Tabert grinste Jude höhnisch an, als zwei der Gelals zu ihm traten und die Fesseln an seinen Knöcheln und Handgelenken durchtrennten. Er stand auf und streckte sich. Die Verletzung an seiner Stirn war jetzt völlig verheilt. Er wandte sich an die Jungs, die uns noch immer andächtig beobachteten. Ich finde, wir haben uns eine Party verdient, sagte er zu ihnen. Lass uns alle in den Club gehen. Aber wir dürfen doch niemals mitkommen. Kreiste der Jüngste mit pubertärer Stimme. Er deutete auf sich selbst und drei andere junge Teenies. Betrachte das heute als seinen Glückssack, rein. Wir werden uns alle für eine Weile aus dem Staub machen. Zum ersten Mal, seit wir Rosecrest verlassen hatten, sah er mich an. Seine Augen zeigten keinerlei Gefühl. Wir wollen doch, dass genügend Zeit bleibt. Genügend Zeit? Wofür? Talbot sah Jude an. Worauf wartest du, Junge? Du hast den Vater gehört. Bring sie in den Raum. Jude hob mich auf seine Arme und trug mich zu einer Tür mit der Aufschrift Pausenraum. Das Schild muss aus der Zeit stammen, als das Lagerhaus noch in Betrieb gewesen war. Ich dachte daran zu kämpfen, um mich aus Judes Armen zu winden. Doch wohin hätte ich gehen können? Wie hätte ich überhaupt weglaufen können mit Fesseln an den Füßen? Außerdem, wenn ich mich gewehrt hätte, wäre jemand abkommandiert worden, um Jude zu helfen. Und das hätte bedeutet, dass ich keine Gelegenheit bekommen würde, allein mit ihm zu reden. Die Ausstattung des Raums bestand aus einem Tisch, ein paar Stühlen und einem alten grünen Kühlschrank. Dem Geruch nach zu urteilen, der von der Kühlschranktür herüberwehte, musste er mit halb aufgegessenen Pizzen und anderen Resten vollgestopft sein. Jude ließ mich auf einen der Stühle fallen. Er nahm ein Seil vom Tisch und fing an, mich zu fesseln. Ich starrte auf sein dunkelbraunes Haar während er das Seil um meine Teile wickelte. Warum tust du das? fragte ich ihn. Jude antwortete nicht. Er zog das Seil fester. Ich zuckte zusammen. Dann hilf mir zumindest, das alles zu verstehen, bettelte ich. Wozu solltest du mich anrufen und vor den Shadow Kings warnen, wenn du die ganze Zeit für sie arbeitest? Jude sah mich an. Verwirrt runzelte er die Stirn. Was redest du da? Ich hab dich nicht angerufen. Doch hast du. Ich würde deine Stimme immer wieder erkennen. Jude schüttelte den Kopf und befestigte das Saal am Stuhl. Wie kann er das bloß vergessen haben? Du hast dir Sorgen um mich gemacht. Du hast mich aus Daniels Wohnung auf meinem Handy angerufen. Du hast gesagt, dass jemand hinter mir her wäre. Du hast sogar versucht, mich vor Taber zu warnen. »Nur, dass ich zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, von wem du redest.« »Du hast genau dasselbe gesagt, wie auf dem Parkplatz hinter dem Baumarkt.« »Dass er mich glauben ließe, ich könne ihm vertrauen.« »Es aber gar nicht wahr sei.« »Halt die Klappe«, sagte Jude unwirsch. »Ich habe dich nicht angerufen. Versuch nicht, mich zu verwirren.« »Du hast mich angerufen. Was bedeutet, dass ich dir tief in deinem Inneren noch wichtig bin?« »Mein Bruder ist irgendwo da drinnen.« »Halt's Maul«, habe ich gesagt. Er hob die Hand, als wollte er mir ins Gesicht schlagen. Ich würde niemals anrufen, um dich zu warnen. Aber das hast du getan. An dem Abend, als die Gang Mr. D. Supermarkt verwüstet hat. Ich wette, du hast dich einfach weggeschlichen, um mich zu finden. Ich holte tief Luft. Und am Morgen hast du April eine SMS geschickt. Du hast sogar Kommentare auf ihrem Blog hinterlassen. Weißt du das nicht mehr? Jude ließ seine Hand sinken und sah mich an. Ein fernes Echo der Erinnerung huschte über sein Gesicht. Er schüttelte den Kopf und wich zur Tür zurück. Vergiss nicht laut zu schreien, wenn du jemanden vorbeikommen hörst. Er deutete mit dem Daumen auf das zerbrochene Fenster. Wäre doch zu so schade, wenn Daniel dich nach diesem ganzen Aufwand nicht hört. Er grinste und schloss beim Hinausgehen die Tür. Eine Falle. Eine Falle, um Daniel zu fangen. Sie verließen sich darauf, dass er mich finden würde. Sie hofften, dass er ihrer Spur bis hierher gefolgt war. Sie würden das Lagerhaus verlassen, so dass es aussah, als achteten sie nicht weiter darauf, und jetzt wollten sie, dass ich um Hilfe rief. Aber wieso waren sie so sicher, dass Daniel käme? Ich hatte ihn seit Tagen nicht gesehen. Ich wusste nicht mal, ob er überhaupt noch etwas mit mir zu tun haben wollte. Würde er überhaupt kommen, wenn er erfuhr, dass ich in Schwierigkeiten stecke? In meinem Herzen machten sich gleichermaßen Hoffnung und Furcht breit. Doch, wenn Daniel derjenige ist, als den ich ihn kenne, dann kommt er zu mir, unter welchen Umständen auch immer. Später ich bewegte mich auf meinem Stuhl hin und her und versuchte, die Fesseln zu lockern. Ich musste auf eigene Forste herauskommen, bevor Daniel mich fand. Musste ihn finden, bevor auch nur in der Nähe dieses Orts kam. Wenn ich doch in diesen Momenten über James Entfesselungskünste verfügt hätte, mit denen er sich sonst aus seinem Kinderstuhl befreite. Bei diesem Gedanken wurde es mir schwer ums Herz. Ob ich meine Familie jemals wiedersehen würde? Meine Muskeln verspannten sich und schmerzten, trieben mich dazu, meine Fähigkeiten anwenden zu wollen. Doch ich traute meinen Kräften nicht länger. Ich traute mir selbst nicht. Was würde geschehen, wenn ich dem Wolf wieder zu viel Spielraum ließe und er die völlige Kontrolle übernehme? Allerdings war es wichtiger, hier rauszukommen, bevor Daniel in die Falle tappte. Ich musste das Risiko eingehen. Ich konzentrierte mich auf das leichte, warme Pulsieren des Mondsteinanhängers auf meiner Brust, und leidete einen Teil der Kraft in meine Arme. Jetzt kämpfte ich härter gegen meine Fesseln. Die Seile zerrissen mir die Haut, aber ich hatte keine Zeit, irgendeine Kraft oder Selbstkontrolle für die Heilung meiner empfindlichen Wunden aufzubringen. Die Fesseln an meinen Arm mussten mit irgendeinem Metall verstärkt worden sein, denn trotz meiner Versuche lösten sie sich kaum. Wenn ich mich doch bloß davon hätte befreien können, dann wären die Seile, die mich an den Stuhl banden, kein Problem mehr gewesen. Ich schaukelte zu heftig vor und zurück, so daß der Stuhl krachend nach hinten umfiel. Ich stieß mir den Kopf auf dem Zementboden, was meine grauenhaften Kopfschmerzen verstärkten, und hatte mir nun unter meinem eigenen Gewicht die Arme eingeklemmt. Ich nutzte den Schwung des Sturzes, um den Stuhl um mich selbst auf die Seite zu drehen. Doch jetzt saß einer meiner Schultern fest. Mein Gewicht und das des Stuhls pressten sich schmerzhaft dagegen die ganze Situation erschien mir völlig hoffnungslos. Doch ich gab nicht auf. Es fühlte sich an, als ob eine Stunde vergangen wäre, obwohl es wahrscheinlich nur ein paar Minuten gewesen waren. Das Lagerhaus war immer noch leer, zumindest nach dem zu urteilen, was ich hören konnte. Je weiter der Abend fortschritt, desto weniger Geräusche drangen von der Straße herein. Ich hatte kein Gefühl mehr in meinen eingeklemmten Arm und wusste nicht, wie lange es noch dauern würde, bevor ich überhaupt nichts mehr spürte. Ein paar weitere Minuten vergingen. Dann hörte ich, wie die Tür zum Pausenraum quietschend geöffnet wurde. Ich reckte meinen Kopf in die Richtung des Geräusch und erwartete, dass Jude oder Talbot nach mir sahen. Entdeckte jedoch mit Schrecken, dass zwei Leute in den Raum geschlichen kamen. Der eine Mann trug ein Gewand mit brauner Kapuze, und der andere. War Daniel. Gracie, sagte er und kam so leise wie möglich zu mir herüber. Lauf weg, flüsterte ich. Es ist eine Falle. Sieh zu, dass du hier rauskommst. Ich weiß, du warst viel zu einfach zu finden, aber wir müssen versuchen, hier wegzukommen. Er stellte meinen Stuhl aufrecht hin und zerrte an den Fesseln. Sie gaben nicht nach. Der Mann in dem Kapuzengewand kramte in der Schublade des Tischs. Er nahm ein Sägemesser heraus und kam auf uns zu. Dann zog er die Kapuze von seinem Kopf und reichte Daniel das Messer. Gabriel? Ich sah zu, wie Daniel die Seile am Stuhl durchtrennte. Was zum Teufel macht er hier? Ich war für seine Hilfe zwar nicht undankbar, wunderte mich aber angesichts unserer Geschichte, dass er mitgekommen war. Gabriel ist dir hergefolgt. Deine Mutter hat sich Sorgen gemacht, als sie dich auf dem Straßenfest nicht finden konnte, erklärte Gabriel, während er sich an meinen Fußfesseln zu schaffen machte. Dann sagte deine Schwester, dass sie gesehen hat, wie du mit einem Jungen die Main Street verlassen hast. Auf dem Parkplatz hinter dem Baumarkt habe ich deinen Korb gefunden und bin deiner Spur hergefolgt. Und dann habe ich sofort Daniel benachrichtigt. Gott sei Dank war ich schon auf dem Weg nach Hause, ergänzte Daniel. Ich war nicht weit von der City entfernt. Er durchschnitt das letzte Seil und zog mich hoch. Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? fragte ich. Nein. Er strich meine Haarsträhne aus dem Gesicht. Aber ich habe gefunden, was ich brauche. Einen Moment lang verlor ich mich in seinen tiefen, dunklen Augen. Wir sollten gehen. Mahnte Gabriel. Richtig. Daniel zog die Fesseln von meinen Gelenken ab und nahm mich bei der Hand. Bleib so dicht wie möglich bei mir. Wir sind durch einen Durchgang im Depot hier reingekommen. Es gibt einen unterirdischen Gang, der die beiden Gebäude verbindet. Dann sind wir also in dem Lagerraum neben dem Club. Daniel nickte. Bist du bereit? Wir müssen schnell laufen. Ich dehnte meine Arme und Beine ein wenig und war froh, sie endlich bewegen zu können. Sie werden uns wahrscheinlich auflauern. Das müssen wir abwarten. Gabriel verließ als erster den Pausenraum. Daniel und ich folgten ihm Hand in Hand. Wir blieben dicht an der Wand und sahen uns vorsichtig um. Die Kasernenbetten waren leer. Ich blickte zur Galerie und den verdunkelten Fenstern des Büros nebenan hinauf wer immer dort vorher auch gewesen sein mochte. Jetzt schien alles leer. Daniel verstärkte den Griff um meine Hand. Da drüben ist ein anderer Ausgang. Sieht so aus, als ob er verschlossen ist. Aber wenn wir uns drei dagegen stemmen, bekommen wir ihn bestimmt auf. Der Durchgang ist mir zu riskant. Er ist viel zu eng. Klingt vernünftig, sagte Gabriel. Fertig? Los. Daniel und ich rannten auf die Tür zu. Gabriel folgte dicht hinter uns. Noch immer schien das Lagerhaus völlig verlassen. Schafften wir es tatsächlich hinaus? Daniel versuchte, das Vorhängeschloss mit einem Ruck abzureißen. Der Metallbügel bewegte sich nur leicht. Daniel schüttelte den Kopf. Grace, schaffst du das? Plötzlich spürte ich eine Vibration unter den Absätzen meiner Stiefel. Irgendetwas passierte innerhalb des Gebäudes. Ich sandte einen kleinen Kraftschub durch meinen Arm, griff nach dem Schloss und zerrte kräftig daran. Es zerbrach in meiner Hand. Dann hörte ich ein rasselndes Geräusch hinter uns. Daniel fasste nach dem Türknauf. Ich drehte mich um und blickte nach hinten. Die schwere Tür des Lastenaufzugs wurde hochgeschoben und eine Meute von Jungs kam auf uns zugelaufen. Die Tür öffnete sich noch immer nicht. Sie musste auch von außen verriegelt sein. Daniel sammelte all seine Energie und trat wieder und wieder gegen die Tür. Dann versuchten wir es gemeinsam, und plötzlich hörte ich den Türbolzen durch den hölzernen Rahmen brechen. Durch einen Spalt in der Tür drang das Mondlicht zu uns herein. Doch bevor wir uns hinausdrängen konnten, war irgendjemand hinter Daniel und zog ihn zurück. Ich hörte Gabriel schreien, wusste aber, dass er nicht kämpfen würde. Jemand anderer packte mich von hinten. Ich erinnere mich, dass ich schrie, ich erinnere mich, dass ich kämpfte, ich erinnere mich, dass ich zusah, wie Daniel sich gegen seinen Angreifer zu wehren versuchte. Doch bevor ich wusste, wie mir geschah, war ich von drei Typen eingekeilt, die mich von der offenen Tür zurückrissen. Drei weitere hatten Daniel gepackt. Jude führte das Rudel an, als Daniel, Gabriel und ich die Treppe hinauf und in den dunklen Raum neben der Galerie gezerrt wurden. Hier schien früher ein großes Büro gewesen zu sein, war jedoch jetzt wie ein luxuriöses Hotelzimmer aus der viktorianischen Zeit eingerichtet. Dicke Plüschverhänge verdeckten die zur Lagerhaus ausgerichteten Fenster, ein großer Kleiderschrank stand in der Ecke. Die einzige Beleuchtung stammte von einem Dutzend flackernder Kerzen auf einem verzierten, geschnitzten Tisch. Ein riesiges Bett mit vier Pfosten füllte die Mitte des Raums aus bedeckt von einer Überdecke und Kissen aus Samt. Während die Jungen unten auf den Regalbrettern schliefen, legte die Person, die diesen Raum bewohnte, offenbar sehr viel Wert auf Bequemlichkeit. Talbot stand neben einem der Bettpfosten. Ich vermutete, dass es sich um sein Zimmer handelte. Doch dann richtete sich unsere Aufmerksamkeit auf einen dunklen, versteckten Alkoven. Mit geneigtem Kopf postierte sich Jude neben Talbot. Da ihr nun endlich alle hier seid, sagte Talbot, wünscht unser Vater euch zu sehen. Die Jungen, die mich festhielten, blickten einander halb entsetzt, halb entzückt an, als wäre dies das erste Mal, dass sie ihren Vater zu Gesicht bekämen. Ihr habt es zu einfach gemacht, fauchte eine Stimme aus dem dunklen Alkoven. Eine Gestalt bewegte sich, dann erschienen zwei gelbglühende Augen in der Dunkelheit. Ihr habt mir fast den Spaß verdorben. Diese Stimme. Was war bloß mit dieser Stimme? Irgendetwas an ihr gab mir das Gefühl, als würde es mich zerreißen. Daniels Gesicht wurde aschfahl. Er wich einen Schritt zurück, doch einer seiner Bewacher stieß ihn vorwärts. Kannte auch er die Stimme? Ist das ein Spiel? fragte ich. Wer sind Sie? Was wollen Sie von uns? Oh, du warst schon immer eine herrische kleine Göre, sagte die unheimliche Stimme. Ich konnte dich und deinen widerlichen kleinen Hund noch nie ertragen. Kannst du dir eigentlich vorstellen, wie sehr ich deinen Gesichtsausdruck genossen habe, als du den Hund tot auf eurer Veranda gefunden hast? Es hat fast so viel Spaß gemacht, wie ihm die Kehle aufzureißen. Der Mann lachte und trat aus dem Schatten. Er hatte blondes, fast weißes Haar. Und eine große Scharte an seinem Kinn. Auf seinen Lippen lag ein schiefes, bösartiges Lächeln. Er sah fast genauso aus wie früher, als ich noch ein Kind war. Du, stieß Daniel hervor. Es klang wie ein Fluch. Ich blickte zu ihm. Er war so blass, dass ich glaubte, er würde ohnmächtig werden. Mein Magen zog sich zu einem Knoten zusammen. Caleb Colby, sagte Gabriel. Was zum Teufel machst du hier? Ich bringe das zu Ende, was ich schon bei Daniels Geburt hätte tun sollen. Caleb richtete die mörderischen Augen auf seinen Sohn. Ich hätte dich noch vor deinem ersten Atemzug ersticken sollen. Mit ausgestreckter Hand trat er auf Daniel zu, als wollte er ihm das Genick brechen. Rühren Sie ihn nicht an! schrie ich und versuchte mich aus der Umklammerung meiner Bewacher zu befreien. Caleb lachte. Oh, du bist wirklich ein Leckerbissen. Ich sehe jetzt, warum Talbot gezögert hat, dich herzubringen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er dich für sich allein haben wollte. Vater, mischte sich Talbot ein. Ich habe es dir gesagt. Ich wollte sie unmittelbar zu dir bringen. Ich scherze nur, mein Sohn, antwortete Caleb. Nur ein Scherz. Mein Blick huschte von Talbot zu Caleb. Hatte Gabriel mir nicht erzählt, dass Caleb hinter dem Angriff auf Talbots Eltern gesteckt hatte? Sollte Talbot das etwa nicht wissen? Wie konnte er Caleb Vater nennen? Wieso sollte er ihm überhaupt helfen? Andererseits war es gut möglich, dass Talbot die ganze Geschichte nur erfunden hatte. Es war schließlich schon eine Lüge gewesen, dass er der letzte Saint Moon war. Nur die Art, wie Gabriel ihn anstarrte, so als ob er einen Geist sehe, ließ mich zweifeln. Bevor ich etwas sagen konnte, schnippte Caleb mit den Fingern, und meine Bewacher ließen mich los und stießen mich zu ihm. Ich stolperte vorwärts. Caleb fasste mit einer Hand nach meinem Gesicht und legte seine langen Finger um mein Kinn. Seine Fingernägel bohrten sich in meine Haut. Hinter dem pochenden Pulsgeräusch in meinen Ohren hörte ich gerade noch, wie Daniel seinen Vater anschrie. In meinen Muskeln brannte ein ätzender Schmerz, wie ich ihn noch nie zuvor verspürt hatte. Wie reizend, dass du dich verkleidet hast. Das kleine Rotkäppchen und der große böse Wolf. Er inspizierte mich von Kopf bis Fuß. Mit den Fingern seiner freien Hand fuhr er an meinem Arm entlang. Meine Haut zog sich unter seiner Berührung zusammen. Er beugte sich zu mir, legte seinen Mund dicht an mein Ohr. Welch hübsches Schmuck du trägst, meine Liebe. Ja, um dir damit die Haut zu versengen, erwiderte ich, riss meinen Arm in einem Anflug von Kraft nach oben und rammte ihm das Silberarmband vor die Wange. Caleb schrie. Er ließ mein Gesicht los und schlug meinen Arm zur Seite. Eine große böse Wunde brannte auf seiner Wange. Ich brachte meine Arme in eine Abwehrhaltung. Aber bevor ich etwas tun konnte, hatten mich drei von Calebs Jungen überwältigt und fesselten mir Arme und Beine. Ich trat nach ihnen, schrie und versuchte um mich zu schlagen, doch sie zwangen mich in die Knie. Caleb starrte auf mich herunter, seine Augen brannten vor Wut. Wer hat ihr erlaubt, hier drinnen Silber zu tragen? brüllte er. Wer war es? Er ließ seinen Blick über die Jungen im Raum schweifen. Sie hielten die Luft an. Sie alle fürchteten sich vor Caleb, ihrem Vater. Jude, der bis dahin neben Talbot gestanden hatte, trat mit untertänig geneigtem Kopf vor. Verzeih mir, Vater, dass Ihr Armband eine Gefahr darstellt. Ich dachte, es wäre bloß ein wertloser Teil Ihres Kostüms. Gut, dann nimm es ihr jetzt ab, rief Caleb. Jude warf ihm einen Blick zu, Nagte seinen Kopf dann noch tiefer und trat zu mir. Einer meiner Bewacher hielt ihm meinen Arm entgegen. Ich wehrte mich nicht mehr und versuchte stattdessen meinem Bruder in die Augen zu schauen, während er sich zu mir herunterbeugte. Doch er sah mich nicht an. Ich weiß, dass da noch etwas Gutes in dir ist, Jude, flüsterte ich. Du warst immer so wie ein Heiliger. Jetzt hast du dich verloren, aber du bist noch immer mein Bruder. Du hättest mich nicht angerufen, wenn dir nichts mehr an mir läge. Ich bin nicht dein Bruder, flüsterte Jude voller Zorn. Du hast mich betrogen, das hier ist jetzt meine Familie. Judes Hände zögerten, schreckten vor der Berührung des sengenden Silbers zurück. Welcher Vater würde dich zwingen, dir selbst weh zu tun? Du hast mich mehr verletzt, als jede Verbrennung es tun könnte. Mit einem Ruck riss er mir das Armband vom Handgelenk und warf es beiseite. Er schüttelte seine Hand, als kleine Brandblasen auf seinen Fingerspitzen erschienen. Ich liebe dich, raunte ich. Ich bin deine Schwester. Ich will dich nach Hause bringen. Endlich sah Jude mich an. Zuerst blitzten seine Augen silbrig auf, verdunkelten sich dann jedoch zu dem vertrauten Violett, das sich in meinen Augen widerspiegelte. Mein Bruder war irgendwo da drin, wenn du nicht nochmal sowas machst, wird dir nichts passieren, flüsterte er. Er hat es auf Daniel abgesehen. Ich kann dich hören, sagte Caleb. Supergehör, weißt du noch? Verzeih mir, Vater. Jude zog wieder den Kopf ein und trat zur Seite, als Caleb auf mich zukam. Die Strieme auf Calebs Wange war kleiner geworden, leuchtete jedoch immer noch hellrosa. Er grünste mich höhnisch an, ging dann aber an mir vorbei zu Gabriel hinüber, der jetzt nur noch von einem Bewacher festgehalten wurde. Ich bin beeindruckt. Ich wollte eine Plage aus der Welt schaffen, doch nun sind mir gleich zwei in die Falle gegangen. Es passt hervorragend, dass du dabei zusiehst, was ich hier tun werde. Denn letztlich wird es dir und deinem Rudel nicht anders ergehen. Was soll das heißen? fragte Gabriel. Das schiefe Lächeln schien auf Calebs Lippen zu tanzen. Wir beide wissen, dass Sir Herrn stirbt. Und wenn es soweit ist, werde ich der Zeremonie der Herausforderung beiwohnen. Du hast gar nicht den Mut eines Wolfs, um allein dort aufzutauchen, entgegnete Gabriel. Ich konnte förmlich hören, wie er ihn auf die Probe stellte. Du hattest nicht mal genügend Schneid, um deinen Mordversuch an Sir Herrn allein durchzuführen. Du hast es deine kleinen Freunde versuchen lassen. Bei diesem Gefecht töteten sie Rachel. Das Rudel vergibt nicht so schnell. Ich habe mehr Schneid als du, entgegnete Caleb. Du sitzt da oben in deinen Bergen und predigst den Werwölfen, gegen ihre Natur zu handeln und friedfertig zu sein. Dank dir werden sie nicht für den Kampf bereit sein, den ich ihnen liefere. Wie du siehst, habe ich mein eigenes Rudel gebildet. Meine Jungs und ich werden der Zeremonie beiwohnen, und wir werden das Rudel übernehmen. Wir haben genügend Geld zusammengebracht, um die anderen Herausforderer zu bestechen, und wir sind stark genug, um es mit jedem anderen aufzunehmen. Noch bevor Sir Herrn in die Erde versenkt wird, werde ich auf seine Leiche spucken. Ich werde alles haben, was mir schon seit Ewigkeiten zusteht. Und das Beste daran ist, dass du einfach nur dastehen und alles geschehen lassen wirst, nicht wahr? Gabriel antwortete nicht. Er sah Caleb nur an, scheinbar ungerührt von dessen Äußerungen. Meine Ängste waren also berechtigt. Caleb schickte sich, Sir Hans Rudel zu übernehmen, und Gabriel würde nichts tun, um ihn aufzuhalten. Wenn Caleb schon in der Lage war, als Anführer der Shadow Kings eine ganze Stadt in Angst und Schrecken zu versetzen, was würde dann geschehen, wenn er zum Alpha des stärksten Rudels im Land würde? Ein neues Gevardant? Angesichts von Gabriels ausbleibender Erwiderung leuchteten Caleb's Augen zufrieden auf. Feigling! sagte er und rammte seine Faust vor Gabriels Stirn. Gabriel stöhnte. Seine Augen vertreten sich. Er verlor das Bewusstsein. Sein Bewacher ließ ihn los und er sagte zu Boden. Die Shadow Kings hatten anscheinend Übung, wenn es darum ging, andere Menschen mit einem einzigen Schlag außer Gefecht zu setzen. Ich fragte mich, ob es so zu den vielen Verbrechen ohne Augenzeugen gekommen war. Jetzt muss ich mich nur noch um eine Sache kümmern. Caleb drehte sich um, grinste wie ein Schakal und trat zu Daniel. Ich dachte, du wärst ein für allemal verschwunden, bis Jude mir sagte, wo ich dich finden könnte. Ich bin überrascht, dass du zurückgekommen bist. Ich hörte, du hättest die Stadt aufgemischt, als ich mit deiner Mutter weggegangen bin. Und dann warst du einfach von der Landkarte verschwunden. Ich hatte gehofft, du wärst tot. Ich habe deiner Mutter gesagt, dass du tot bist. Bei der Erwähnung seiner Mutter zuckte Daniel etwas zusammen. Es war fast vier Jahre her, dass sie ihn verlassen hatte und mit Caleb fortgelaufen war. Wo ist sie? Wahrscheinlich hast du sie hier irgendwo angeleint. Ich habe sie getötet. Caleb zog ein kurzes Messer aus einer Scheide an seinem Gürtel. Hiermit. Was? Daniel versuchte, sich freizukämpfen. Er hatte zwar immer gesagt, er hätte keine richtige Mutter, doch ich wusste, dass ihm immer noch etwas an ihr lag. Sie hörte nicht auf, mir in den Ohren zu liegen. Sie wollte unbedingt zu dir zurück. Also habe ich ihr erzählt, du seiest tot. Dadurch wurde sie nur wütender. Sie konnte den Mund nicht halten. Da habe ich sie erstochen. Man könnte wohl sagen, es ist dein Fehler, dass sie starb. Daniels Nasenflügel bebten. Wenn du mich damals nicht bei dir haben wolltest, weshalb willst du es dann jetzt? Ich vermute, die Falle galt mir. Sehr richtig, sagte Caleb. Ich bin glücklich, dass dein Freund uns verraten hat, wo du zu finden bist. Das hat mir vor der Kampfzeremonie eine Menge Arbeit erspart. Weißt du, Jude kam mir schon irgendwie bekannt vor, als Talbot ihn zu uns brachte. Er hauste auf der Straße wie eine streunende Katze. Die meisten meiner Jungen lebten so. Das ist das Gute an verzweifelten Teenagern. Man kann sie sehr leicht beherrschen. Du sagst ihnen, dass sie dazugehören und sie machen praktisch alles, was du verlangst. Mir wurde allerdings erst klar, wer Jude eigentlich war, als er uns eines Abends mit einer Geschichte erfreute und erzählte, wer zum Werwolf geworden war. Anscheinend hatten seine Schwester Grace und ihr Freund Daniel etwas damit zu tun. Du kannst dir vorstellen, wie erfreut ich dieser Geschichte von der Galerie aus lauschte, und wie gern ich mehr erfahren wollte. Als ihm klar wurde, wer ich war und was ich wollte, versuchte er wegzulaufen. Doch ich half ihm zu erkennen, dass uns etwas Gemeinsames verband. Wir wurden beide von unserer Familie betrogen, herrn würde das rudel lieber einem feigling wie gabriel überlassen anstatt mich es so führen zu lassen wie es sein sollte und Juds familie zog den köter von nebenan dem eigenen sohn vor wir brauchten uns nur einmal in die augen zu sehen schon war es nur noch eine frage der zeit bis wir die falle aufbauten calebs ausführungen ergaben noch immer keinen sinn warum sollte er solch eine aufwendige falle stellen nur um daniel wiederzusehen Wieso lag ihm überhaupt etwas daran? Er hatte Daniel doch schon zwanzigmal durch die Jungen in seinem Rudel ersetzt. Wozu sollte er Talbot auftragen, sich mit mir anzufreunden, nur um mich dann später zu entführen und eine Fährte für Daniel auszulegen? Ich wusste nicht, ob es die Ideen eines Verrückten waren oder irgendein genialer Plan, den ich nicht durchschauen konnte. Was mich an der Geschichte deines Freundes am meisten verblüffte, sagte Caleb zu Daniel, war die Tatsache, dass er behauptete, du sei es vom Fluch des Wolfs geheilt. Ich glaubte nicht, dass das möglich war. Ich glaube es noch immer nicht. In einer blitzschnellen Bewegung stieß er mit dem Messer nach Daniel. Ich schrie. Das Messer drang in Daniels Oberarm. Caleb zog es heraus. Außer Wunde spritzte Blut und rann an Daniels Arm herab. Caleb tupfte mit dem Finger über den Einschnitt. Daniel zuckte zusammen. Caleb führte seinen blutverschmierten Finger an die Nase und roch daran. Vermutlich wollte er prüfen, ob es wie Wolfsblut oder wie menschliches Blut roch, so wie Daniel damals Judes Blut auf der Veranda überprüft hatte und ihm klar geworden war, dass Jude sich infiziert hatte. Calebs Augen blitzten irritiert auf. Er probierte das Blut mit der Zungenspitze. Ich versuchte nicht zu würgen. Er runzelte die Stirn. Schien noch verwirrter. Dann winkte er Talbot zu sich. Talbot roch an dem Blut und schüttelte den Kopf. Ich verstehe das nicht, Vater. Ich kann nicht sagen, wonach es riecht. Was hat das zu bedeuten? Caleb wischte das Blut an Talbots Flanellhemd ab. Nichts weiter, sagte er. Seine Stimme klang, als versuchte er, seine Verwirrung zu verbergen. Daniel wird ohnehin sterben. So oder so. Er wird die Zeremonie ganz sicher nicht mehr stören. Das Mädchen ist die perfekte Waffe, wenn es so stark ist, wie du behauptest. Talbot blickte meine Richtung, dann nickte er und ging dahin zurück, wo er zuvor gestanden hatte. Caleb kam zu mir. Er packte eines meiner Handgelenke. Mein Instinkt befahl mir zuzuschlagen und wegzurennen, aber noch immer hielten mich zwei der Typen fest. Wenn man seine Frau tötet, gibt es nur ein Problem. Ohne Gefährtin wird man einsam. Du wirst bestimmt wunderbar, wenn wir dich erstmal zu einem Werwolf gemacht haben. Rühr sie nicht an, rief Daniel. Ich bin derjenige, den du hast. Töte mich und lass sie gehen. Oh, ich werde sie ganz sicher gehen lassen. Wenn sie sich in einen Wolf verwandelt hat, wird sie keine Kontrolle mehr über sich selbst haben dann sperre ich sie zusammen mit dir in einem Raum. Wenn sie dich dann in Stücke gerissen hat, lasse ich sie nach Hause gehen. Mit einem Gruß an den werten Herrn Pastor.« Mein Herz pochte wie wild. Das war also Calebs Plan? Er wollte mich in einen Wolf verwandeln und mich dann alle töten lassen, die ich liebte? »Aber Vater...« Jude trat plötzlich neben dem Bettpfosten hervor. »Du hast doch gesagt, Grace sei nur der Köder.« Du hast gesagt Und was passiert gewöhnlich mit dem Köderjunge? knurrte Caleb. Er wird gefressen. In diesem Fall wird deine Schwester eben vom Wolf gefressen. Dann ist sie eine von uns. Jude sah erst zu mir, dann zu Caleb. Der Ausdruck auf seinem Gesicht war nicht zu deuten. Hast du damit ein Problem? fragte Caleb. Neben Daniel kann ich sie gern auch auf dich hetzen. Nein, dein Plan ist perfekt. Jude duckte sich wie ein Hündchen, das fürchtete, von seinem Herrn geschlagen zu werden. Ich wandte meinen Blick von Jude ab. Gerade als ich dachte, dass er noch immer mein Bruder war, beeilte er sich, Caleb's Schoßhündchen zu spielen. Ich werde mich niemals verwandeln, sagte ich. Meine Stimme zitterte zu sehr, um überzeugend zu klingen, aber ich versuchte nicht, den Respekt vor mir selbst zu verlieren. Doch, ja, das wirst, das wirst du, du, flüsterte der Wolf in meinem Kopf. Du wirst, ja, wirst mir nicht du entkommen. Du wirst schon sehen, Grace Devine. Meine Methoden sind äußerst überzeugend. Was denkst du, wie bin ich wohl an meine vielen Jungen geraten? Jude und Herbert waren kostbare Geschenke. Sie waren bereits Werwölfe. Mein Herz empfand plötzlich Mitleid mit den Jungen in diesem Lagerhaus. In dieser Familie. Einige von ihnen waren offenbar Gelals und Ax, aber die meisten waren anscheinend nur unglückliche Teenager gewesen, bis Talbot und Caleb sie in die Finger oder zwischen die Zähne bekommen hatten. Ich hatte auch Mitleid mit mir selbst, Daniel und meiner Familie zu Hause. Wenn so viele Menschen Calebs Methoden zum Opfer gefallen waren, welche Chance hatte ich dann? Caleb machte ein Zeichen, und zwei seiner Jungs hoben Gabriels schlaffen Körper auf und trugen ihn hinaus. Dann wurden Daniel und ich von unseren Bewachern hinausgeleitet. Warum machst du es nicht sofort? fragte Daniel. Weil die Vorfreude der schönste Teil des Spiels ist. Ein Gefühl wie am Heiligabend. Findest du nicht?